Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie ich anfange mit den Übungen am Morgen. Das ist an dieser Kommode. Das kommt jeden Tag so. Ist das für mich fast gegen den Schluss des Trainings. Jetzt müssen Sie aufpassen, dass ich das Gleichgewicht habe, weil ich nicht gerade auf Anhieb. Das ist eine anspruchsvollere Übung. Aber wieso wollen Sie sie uns unbedingt zeigen? Zum zeigen, wie anspruchsvoll das Training ist. Und dann geht das damit, weil es denen ist wichtig. Und da habe ich eine Kombination von Koordination und Dehnen. In einer frühen Phase war es manchmal wirklich wie die Hölle. Echt wie die Hölle. Ich habe noch mal beide Nacht im Bett nicht gespürt. Ich habe nicht gewusst, wenn ich mal zur Nacht verwacht bin, kann ich die noch bewegen. Laufen oder vielmehr davonlaufen als Lebensmaxime. Davon handelt dieser Film. Bahnstation Chollermühli bei Zug. Hier warte ich auf die Zürcher Altkantonsrätin Liliane Waldner. Hallo, Frau Waldner. Wie geht's Ihnen? Ja, es geht gut. Die ehemalige SP-Politikerin hat eine Mission. Und ich werde sie ein Stück weit begleiten. Wenn Sie am Geländer entlang? Ich gehe immer am Geländer. Das ist einfach Sicherheit. Liliane Waldner ist vor rund 30 Jahren an Multipler Sklerose erkrankt. Ihre selbstverordnete Therapie? Laufen. Der Krankheit davonlaufen. Und zwar mit System. Seit gut 3 Jahren marschiert sie praktisch täglich etappenweise dem Schweizer Flussnetz entlang. Ich habe ein Thema, das ich verfolgen kann. Und das hilft mir. Und ich habe auch gemerkt, die Flüsse faszinieren mich. Jetzt wollte ich mal einfach für mich alle die Flüsse marschieren. Die Flüsse, das ist Power pur. Vielleicht ist es das. Das zieht mich an und ich laufe auch am Fluss entgegen. Also gegen den Strom, drauf. Also gegen den Widerstand, oder? Das ist einfach Widerstand. Das ist, was Sie charakteristisch ausmacht im Leben. Ja, oder? Ja. Es geht auch um Widerstand zu überwinden, oder? Wenn der Wecker abgestellt ist, oder? Und irgendwie fange ich dann so an, mal zuerst mich zu strecken. Ein Bein geht ganz raus, dann wieder zurück. Und das kann etwa so wieder eine Seite, etwa 5 bis 10 Mal sein. Liliane Waldner zeigt mir ihr tägliches Training. Mit Wandern, gesunder Ernährung und Übungen wie diesen hofft die 64-Jährige, den Verlauf ihrer unheilbaren Krankheit positiv zu beeinflussen. Multiple Sklerose ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems mit individuell unterschiedlichen Auswirkungen. Bei mir sind es vor allem sehr stark im Rückenmark beschädigt, weniger im Hirnbereich. Und das heisst, es hat das für Auswirkungen? Ja, das kann verschiedene Auswirkungen haben. Man kann eine Sehnerventzündung haben. Das hatte ich 2 Mal. Es hat sich aber beim Auge wieder erholt. Und natürlich bei mir das Kribbeln, Gleichgewichtsstörungen, Taubheiten, bei schweren Fällen auch bis Lähmungen. Und, bis in den Rollstuhl rein, oder? Und ist das etwas, was Ihnen Angst macht, wenn Sie wissen, das kann der Verlauf sein von Ihrer Krankheit? Und mir das Angst macht, wissen Sie, ich tue mich eigentlich mit meiner Angst nicht so beschäftigen. Was soll man da sich jetzt immer Gedanken machen, Frau Nikisch? Wir müssen leben und vorwärts schauen. Gekonnt weicht mir die Ex-Politikerin aus. Da habe ich noch irgendwo noch ein paar ganz alte Sachen. Statt über das Ende spricht sie lieber über den Anfang. Das ist das Erste. Das ist Mami, ein frühes Bild. Das ist sogar irgendwo mal in einer Zeitung gekommen. Das ist früh medial. Dann haben wir eine Zeitung. Genau. Musik. Sie sind medienerprobt. Ja. Quasi ab der ersten Stunde. Die kleine Liliane, in der Schweiz der 50er Jahre, eine Attraktion. Ein dunkelhäutiges, außereheliches Kind ohne Vater.
Ich habe sie immer gefragt, ja, wo ist denn der Vater? Mhm. Warum haben denn andere Kinder in der Schule oder schon im Kindergarten einen Vater gehabt? Und dann hat sie mir halt dann gesagt, wer, was sein Name ist, oder? Und dass er halt in Uganda ist und nicht da ist, oder? Und da haben wir halt nichts können ändern, oder? Da hat sie eben so blendend ausgesehen wie in einem Filmstar. Man spürt es. Liliane Waldner ist stolz auf ihre Mutter, die in jungen Jahren eine Schauspielschule in England besuchte. Dort lernte sie Lilianes Vater kennen, einen afrikanischen Studenten. Das ist gar nie in Frage gekommen, dass die beiden zusammenbleiben. Dass ich nicht mal die Nein. Nicht. Sie hat ja dann herausgefunden, dass er ja schon in Afrika Frau und Kind gehabt hat. Und das ist halt bei den afrikanischen Männern halt so. Die haben halt überall Kinder. Und im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass er auch noch meine Mutter und seine offizielle Frau sind nicht die einzigen waren, die er Kind hatte. Auch nur mit dem Daddy drauf, das ist beim Zoo. Im späteren Lebensgefährten ihrer Mutter fand Liliane Waldner einen Ersatzvater. Szenenwechsel zu Liliane Waldner. Sie ist 36 und begeisterte Berggängerin. Zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Freund verbringt sie ein paar Ferientage in ihrem Lieblingsort Kandersteg. Das ist, damals hat man so die roten Socken gehabt. Heute kommt man anders her beim Wandern. Ja, da oben. Wir schauen einen Archivbeitrag des Schweizer Fernsehens. Im Film geht es um in der Schweiz lebende Frauen mit afrikanischen Wurzeln. Eine davon, Liliane Waldner. Haben Sie sich in der Kindheit wegen Ihrer Hautfarbe diskriminiert gefühlt? Das nicht. Ich habe es eher als einen Vorteil empfunden. Ich bin mehr umsorgt worden und mehr im Mittelpunkt gewesen. Ich habe sie ja erzogen, so wie man Kinder erzieht. Oder? Ich habe nicht extra geschaut, ob sie wegen der Hautfarbe oder so. Das ist mir einfach. Ich habe Freude gehabt. Eigentlich muss ich sagen, ich habe Freude gehabt, dass sie ein bisschen bruns war. Es hat mir irgendwie doch Bestätigung gegeben, dass ich. Weil ich ja. Ich muss sagen, ich habe ja ihren Vater habe ich eigentlich geliebt gehabt, oder? Im Grunde genommen. Und da bin ich froh, dass das eigentlich noch ein Stück von ihm war. Immer wieder da. Es ist noch etwas unverbraucht. Als diese Aufnahmen entstanden, war Multiple Sklerose für Liliane Waldner noch kein Thema. Es gab zwar erste Anzeichen, doch die Diagnose fiel erst viel später. Hey. Zum Bau. Das ist Ihr damaliger Freund? Ja. Und wie sind Sie ihn geheiratet? Ja. Schwierig. Ich glaube, das muss man nicht beantworten. Aber er war ein lieber Kerl. Also ein anständiger Typ. Also es hat jetzt nicht noch den ganz grossen Liebe, wie sie jetzt. Nein, eben nicht. Also es muss einfach einem den Ärmel ziehen, dass es zu einer Heirat langt. Weil ich gehöre noch zu dieser Generation. Ich will nicht geheiratet sein, um ein paar Jahre später geschieden zu sein. Dann sind wir auf dem richtigen Weg, hier unten durch. Schön, schauen Sie, das ist der alte Flusslauf. Wir gehen der Lortse entlang. Einer von 40 Schweizer Flüssen, die Liliane Waldner bereits abmarschierte. Insgesamt 2.933 Kilometer. Die Touren dokumentiert sie auf ihrem Flussblock. Die vier Beine natürlich weniger, aber das ist so eine Trickig und Schlacht. Auch wenn ich es jetzt würde zoomen. Mit Energie und Ehrgeiz treibt sie ihr Flussprojekt voran. Ein Ersatz. Die Krankheit hatte ihren gewohnten Lebensfluss gestoppt. Und erst danach kommt Hadert sie dann mit dem Schicksal? Ja, es ist natürlich schon so. Am Anfang ist es ein Schock, dass man so etwas hat. Man hätte gerne einen anderen, auch beruflichen Karriereverlauf gemacht. Oder? Ja. Die Leute sagen damals schon auch, ich hätte eine rechte Karriere gemacht. Ich meine, Kantonsrätin, dann noch in der Stadtverwaltung die Position bei der Emilie.
Bankrätin, Verwaltungsrätin. Ehrgeizig? Ja. Sind Sie, Frau Waldner? Aber es hat nicht gelangen zum Regierungsrat oder Nationalrat oder Bundesrat. So. Bundesrätin hätten Sie wollen werden. Ich meine, es wäre schon schön gewesen, irgendwie mal so ein Amt zu haben. Sorry, Emily. Sorry, Lilian. So. So. Liliane Waldner ist als rechte Hand der Zürcher Stadträtin. Gut 10 Jahre arbeitete Liliane Waldner für die Zürcher Stadträtin Emily Lieberherr, einer Powerfrau. Die Arbeit unter der Vorsteherin des Sozialamtes war zeit- und kräftemäßig intensiv. Typisch Emily. Ja. Ich weiss, du bist vielleicht unglücklich, wir müssen darauf verzichten. Oder? Weil du findest, das muss man sehen, damit man die ganze Sache überhaupt verstehen kann. Aber man könnte darauf verzichten. Würde ich das eine Vereinfachung anlegen? Gell? Ja, man könnte. Schau mal, was wir da bringen. Es sollte eine glatte Broschüre sein, die man dann auch, die jeder gerne lesen tut. Hat, wo sie Lilian Waldner in die Kaderposition gewählt haben, hat dort die Hautfarbe eine Rolle gespielt? Überhaupt nicht. Weder im positiven noch im negativen Sinn. Die Frage war nur, dass ich jemanden gesucht habe, der tüchtig ist, einsatzbereit ist, engagiert ist. Ich habe Lilian Waldner über Jahre hinweg an anderen Positionen oder in Funktionen bei den Gewerkschaften zum Beispiel oder auch in der Partei habe ich beobachten und ich habe gesehen, dass sie genau die Fähigkeiten hat. Und das war der Grund, dass ich sie für das Amt ausgewählt habe. Ich habe einen sehr faszinierenden Job. Ich möchte gerade sagen, einen Traumjob, wo ich viele Möglichkeiten habe, zu gestalten. Und ich kann auch einen gewissen Einfluss ausüben. Die damals aufkommenden Symptome ihrer Krankheit hat sie anfänglich ignoriert und später dann kaschiert. Ich habe es auch nie getraut, der Emily zu sagen. Wieso nicht? Meiner Chefin. Ich hatte einfach das Gefühl, ich wollte den Eindruck, sie hat immer gesagt, du strotzest von Gesundheit und von Kraft. Und ich habe den Eindruck einfach gedacht, ich aufrechterhalten. Oder sie soll also glauben, zeigen. Sie soll glauben, ich strotze von Gesundheit. Sie haben es einfach auch nicht wahrhaben, oder? Ich habe einfach das auch ein Stück weit verdrängt. Ja. Weil man tut immer das Schlechte gerne verdrängen. Ja? Das gebe ich zu. Ja. Wo ist jetzt das heutige Ziel? Was denken Sie? Ja, so weite Füße tragen ist bei mir immer meistens so ein bisschen. Der Weg der Lorze entlang ist auch ein Industriepfad mit Schautafeln. Sehr zur Freude von Liliane Waldner. Die gelernte Betriebsökonomin entpuppt sich als Technikfan. Wenn man mich hätte als Mädchen machen lassen damals, ich hätte am liebsten irgendeine Mechanikerin oder Elektrikerin Lehre gehabt, aber nicht etwas ins Kaufmännische oder so. Und wieso hat man sie nicht machen lassen? Dann hat der Daddy gesagt, aber weißt du, dann hast du ein blaues Übergewändchen an. Das ist doch nicht normal für eine Frau, oder? Ich hätte noch gerne einen blauen Schnurr, einen blauen Übergewändchen. Sind Sie eine Monze? Opa! Wieso lachen Sie? Was heisst eine Monze? Ich bin eine normale Frau, die meine Rechte eingefordert hat. Das ist ein abschätziger Begriff, Emanzen, oder? Gut, so habe ich es nicht gemeint, aber Sie sind sehr selbstbestimmt, emanzipierte Frau. Ja, das kann man sagen. Wissen Sie, die Bürgerlichen sagen damals immer, das ist jetzt eine Emanze. Aber ich meine, irgendwo müssen sich die Frauen können wehren, oder? Grüezi, darf ich ein bisschen bei der Wand entlang gehen? Ich gehe immer ein bisschen zum einfach Sicherheit ist Sicherheit. Ich gilt ja sogenannt als sturzgefährdet, aber ich hang gleich gut darauf. Ich begleite Liliane Waldner an eine SP-Veranstaltung. Hallo, darf ich da einen Platz nehmen? Das ist ein guter Platz. Sind wir gespannt, was läuft? Da haben wir eine gute Sicht von da aus. Ich hoffe, dass noch Junge kommen heute Abend. Aber offenbar ist es in unserem Alter, ein bisschen zu schauen, wie die Zukunft gestaltet wird. Wir haben als Frauenstimmrecht erkämpft. Hier am Bundeshausplatz mit den Trillerpfeifen. Und ich habe jetzt immer noch daheim so eine historische Trillerpfeife. Ja. Kämpfen und für Gerechtigkeit einstehen. Das hat Liliane Waldner von Kindesbeinen an gelernt.
aufgewachsen mit Mutter und Großmutter in einer Genossenschaftswohnung im Kreis 4, dem ehemaligen Arbeiterviertel Zürichs. Doch mich interessiert eigentlich weniger ihr politisches, denn ihr Privatleben und warum sie seit Jahren solo ist. Ja, wissen Sie, viel zu viele Frauen sind schon reingekommen. Ich muss nicht da auch noch mal irgendeine Enttäuschung haben. Nein, aber Sie könnten es ja auch anders erleben. Sie müssen ja nicht von vornherein von der Enttäuschung ausgehen. Nein, nein, das nicht. Aber ich weiss ja nicht, was kommt, oder? Lassen wir das jetzt einmal beruhen. Haben Sie noch weitere Fragen? Eine politische Frau Nickisch. Ich bin ein politischer Mensch. Ich bin weniger für zum Heiraten. Ich habe meine Themen. Und dort bleibe ich. Hart ist gut. Ich lasse sie davonlaufen, nehme mir aber vor, an einem anderen Tag noch einmal nachzuhaken. Jetzt ist es heikel. Ich darf mich nicht mit einem Weißweinglas filmen lassen. Dann tun sie mir lieber, solange die Kamera offen ist, ein Mineralwasserglas geben. Wissen Sie, das ist einer der Sünden. Wieso kann man das nicht, Frau Waldner? Ein Weißweinglas wäre jetzt nicht so schlimm wie ein Güppli. Dann würde es wieder heißen, das ist eine Güppli-Sozialistin, oder? An der Eingangstür das aktuelle Bundesratsfoto. Über dem Türrahmen ein Krokodil. Ein Schal des FC Kaiserslautern im Lehnstuhl. Nebst den eigenen finden sich auch Gegenstände ihrer verstorbenen Mutter in der Wohnung. Die beiden haben stets zusammen gewohnt. Haben Sie nie den Drang gehabt, weg von zu Hause, raus ins Leben? Wissen Sie, ich war ja ein ausserehrliches Kind, ja. Oder? Und sie hat dann eben doch entschieden, mich auf die Welt zu bringen, oder? Und für das bin ich einfach dankbar, oder? Ihr leiblicher Vater war zwar nicht da, aber trotzdem immer präsent. Da ist der Dada drauf, auf dem Bild mit mir. Das habe ich eben gerahmt. Das ist für mich eine dauernde Erinnerung. Lange Zeit wusste sie nur seinen Namen, sonst nichts. Dann im März 1979 habe ich dann einmal in der Zeitung das erste Mal seinen Namen gelesen. Und zwar im Zusammenhang mit Uganda und mit dem Kampf gegen die Idi Amin. Idi Amin wurde im April 1979 von der ugandischen Nationalen Befreiungsfront gestürzt. An der Spitze jener, die den ugandischen Diktator Idi Amin stürzten, Liliane Waldners Vater Joseph Lule, Freiheitskämpfer und ehemaliger Universitätsrektor. Die Tagesschau des Schweizer Fernsehens zeigte damals Bilder von der Vereidigung von Liliane Waldners Vater zum ugandischen Präsidenten. Dann habe ich dann meinen Vater im 1979 in der Tagesschau im Fernsehen gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderes Kind zuerst mal seinen eigenen Vater hat müssen am Fernsehen anschauen. Doch es vergingen drei weitere Jahre, bis Liliane Waldner zu ihrem Vater Kontakt aufnahm. Dann habe ich ihn kennengelernt am 6. August 1982. Als ich meinen Vater das erste Mal gesehen und umarmt habe, ist mir vorgekommen, wenn ich das zweite Mal auf die Welt kommen würde. Es war eine zweite Geburt, die ich erlebt habe. Es war ein unerhörtes Glücksgefühl. Und er ist dann wieder auf London und hat gesagt, jetzt muss es der Frau beichten, die Heim. Aber die Frau war dann leider nicht begeistert von dieser Geschichte, dass da nach 31 Jahren plötzlich ein Kind hinführen ist und eine Geschichte, eine Romanze, die er hatte. Hat jetzt die Situation mit Ihrem Vater, Ihres Mannenbild geprägt? Ich wollte nicht so schnell in eine Beziehung hineingehen. Ich wusste, wie es meiner Mutter gegangen ist. Mhm. Oder? Und dass halt die Männer kommen können und dass sie gehen können. Mhm. Also gleich, es hat sie irgendwo geprägt, die Erfahrung mit dem Vater? Ja, ich wollte auch schon, ich bin früher schon vorsichtig. Ich wollte nicht, dass ich einfach plötzlich mit einem Kind da stehe. Wie es Mami auch passiert ist. Davonlaufen als Lebensmaxime. In Bezug auf die Krankheit
ist es ein Aufbäumen. Strotzen gegen den Verlauf. Was die Liebe angeht, ist ihr Davonlaufen wohl eher Selbstschutz und Flucht. Ich bin immer dann irgendwie noch am Schluss von der Schippe gekumpelt. Wissen Sie, wenn er kommt, müsste es mir den Ärmel richtig reinletzen. Das müsste ein Typ sein, wo das müsste schon ein rechter Kalb sein, oder? Ein rechter Mann. Es haben auch schon Männer mir gesagt, sie hätten gerne ein Kind mit mir. Und ich habe dann gefunden, ich hätte auch gerne ein Kind gehabt. Und jetzt sind die jetzt ist das Schlurzen auch eine Art Kind, oder? Du sie dokumentieren. Es sind, ich mag, ja, sie können sich ja irgendwie ein Kind oder Aufgaben suchen. Ja, jedes Flussprojekt ist auch wie eine Art Kind, oder? Thank you.